dieses Projekt entstand 2008. Ich habe es gleich verstanden, dass es ein Projekt ist, das mir auch helfen wird, Russlanddeutsche im ganzen Lande zusammenzubringen, zusammenzuhalten. Russlanddeutsche! Erstens gibt es eine Mannschaft, die spielt. Und zweitens gibt es Leute, die sich ganz hingeben, obwohl sie nicht hier sind, nicht beim Turnier. Nach jedem Spiel bekamen wir immer Rückmeldungen von Leuten aus Novosibirsk, auch aus Wladikawkas, aus verschiedenen Orten Russlands, die das mitgemacht haben, aber durchs Internet. Es war sehr wichtig für uns, erstmal die Leute zu finden in unserem großen Land. Dann war es die zweite Schwierigkeit, die mal ein bisschen einzuspielen, damit sie zusammenkommen, weil sie alle in verschiedenen Orten leben. Um zu gewinnen, muss man ständig trainieren und zusammenspielen. Und das haben wir, diese Voraussetzung haben wir nicht, die Russlanddeutschen. Meine persönliche Motivation, jetzt nicht nur Leute zu gewinnen, die, sagen wir so, Deutsch lernen oder Folklore machen, aber Leute für unsere Sprache und Kultur zu begeistern, die absolut außer der Bewegung waren. Es gab Höhepunkte und es gab Niederlagen. Das ist einfach genau das, was die Vertreter einer Gruppe immer mehr stärkt, immer zusammen näher bringt. Und als Gruppe, als eine nationale Minderheit hilft das auch weiter zusammenzuhalten. Also so wie wir für unsere Jungs und für unsere Mädels da waren. Dieser Kampf um den dritten Platz, der war absolut fantastisch. Dieser Kampf zeigte mir persönlich, auch uns allen wahrscheinlich, wie wichtig es ist, dieses Streben zum Sieg. Die Sprache wurde zu bestimmten Zeit verloren gegangen und man muss die Leute jetzt wieder begeistern. Man kann aber nicht jede Person nur über ein Sprachangebot begeistern. Man muss eine ganz breite Palette haben, womit man die Leute wieder zusammenkriegt und in die deutsche Gesellschaften zusammenbringt. Durch Sport kann man die Leute stärker gewinnen. Ich empfinde dieses Ereignis, diesen dritten Platz, als einen wahren Sieg der Russlanddeutschen. Dieser Kampf um den vierten und fünften Platz ist auch ein Sieg für die russlanddeutsche Mannschaft der Männer.